Hallo an alle, die da sind und herzlich willkommen zu unserem kleinen Webinar oder Workshop. Ein bisschen was von beidem über Ethical Hacking. Und zwar erzähle ich euch jetzt erstmal ein kleines bisschen was über diese Veranstaltung und worüber es gehen wird. Und zwar fokussieren wir uns auf jeden Fall hauptsächlich auf das Pentesting. Geben da im Prinzip so einen kleinen Rundown, was man eben normalerweise in einem Pentest macht. Und wir gehen auch ein kleines Stück an manchen Stellen eben über einen Pentest hinaus, eben unseren eigenen Interessen geschuldet, dass wir eben auch ein paar interessante Sachen reinpacken können, die man sonst in einem Pentest vielleicht nicht so findet. So, und zwar diese Veranstaltung besteht auch aus verschiedenen Terminen. Und zwar wird es jetzt hier diese Sitzung, sage ich jetzt mal, erstmal nur über so grundlegende Sachen gehen und über die Veranstaltung an sich. Und dann nächstes Mal fangen wir dann richtig mit dem Stoff an. Und dann, wie ist so ein Termin aufgebaut? Und am Anfang von so einem Termin haben wir dann immer eine kleine Vorlesung mit eingearbeitet. Das wird dann so ablaufen wie jetzt gerade auch. In einem Vorlesungsteil geben wir euch dann so eine kurze theoretische Einführung in das Thema, das wir dann momentan behandeln. Und dass ihr dann halt im praktischen Teil, der kommt danach, die Sachen dann anwenden könnt und das dann auch üben könnt. Und wir stehen dann auch immer zur Verfügung, um halt dann Fragen zu beantworten. Dann stellen wir es mal ganz kurz vor. Und zwar sind wir alle drei jetzt keine professionellen Pentester. Wir machen das eher als Hobby. Wir sind auch eher aus der CTF-Szene, sage ich mal. Also wir sind auch alle drei im selben CTF-Team. Und ich komme jetzt zum Beispiel aus dem Game Hacking Bereich und decke deshalb auch eher den Windows und Malware Bereich ab, weil das da ziemlich nah dran liegt. Und ja, das war es eigentlich schon so ziemlich zu mir. Dann gebe ich mal kurz weiter an Bitfriends. Ja, hallo, auch von mir. Ich heiße Julian und ich komme eher aus dem Exploit Development Bereich. Ja, und darüber möchte ich auch mit euch in ein paar Wochen sprechen. Und ja, bevor wir das aber machen, werde ich euch auch noch ein paar Grundlagen zeigen über die Hardware, über die x86-Architektur und natürlich Linux. Genau. Ja, dann gebe ich weiter an Maximilian. Ja, wie Bitfriends schon gesagt hat, also wie Julian schon gesagt hat, ich bin der Max, komme aus dem Webteil und werde auch damit einige Vorlesungen füllen und werden uns da auch in der Theorie sowie in der Praxis damit beschäftigen. Ja, gut, dann alles klar. Übrigens, ihr könnt mich auch David nennen, das habe ich vergessen. Also, Eranitox ist vielleicht etwas schwierig auszusprechen, geht vielleicht nicht so leicht von der Zunge. Erstmal Penetrationstest, what the fuck ist das? Und zwar simulieren wir einen echten Angreifer, nämlich um eben Schwachstellen an einer Firma halt klar aufzuzeigen, damit die sich dann danach dagegen absichern können. Und wir behandeln halt in diesem Workshop jetzt im Prinzip nur den Blackbox-Ansatz. Das heißt, wir gehen wirklich von außen wie ein echter Angreifer eben ran und haben davor keine Kenntnis über die Infrastruktur oder sonstiges von der Firma. Wir haben im Prinzip, unser Ansatz ist im Prinzip wirklich, wir haben einen Firmennamen und erarbeiten uns alles daran. Und wir decken im Prinzip nur die Basics ab. Wie gesagt, wir sind keine professionellen Pentester. Wir machen das nur, weil wir danach gefragt wurden im Prinzip und aus eigenem Interesse. Wenn wir uns selbst dafür interessieren und daran Spaß haben, sage ich mal, kommen wir ganz kurz zu rechtlichen Geschichten. Und zwar will ich ganz nur kurz nochmal deutlich machen, dass wir uns im Prinzip als White Hats sehen und auch auf jeden Fall dafür da, eben Schwachstellen aufzuzeigen, aber nicht auszunutzen. Also nicht völlig auszunutzen. Und das ist uns auch relativ wichtig, das klarzustellen. Und deshalb gehen wir ganz kurz auf kleine rechtliche Aspekte ein. Und zwar alles, was wir hier machen, dafür braucht ihr davor immer eine schriftliche Einverständnis von dem Opfer im Prinzip. Also ihr müsst dafür beauftragt worden sein. Und dafür hat man dann immer eine Permission to Attack im Prinzip. Die kann man sich online nachschauen, aber ich wollte da jetzt keinen Text aufsetzen, weil ich mich da rechtlich jetzt nicht dazu in der Lage fühle, also das rechtlich korrekt aufzusetzen. Da solltet ihr euch dann nochmal
mit einem Anwalt dann beraten lassen wollt, selbstständig machen wollt und das auch professionell machen wollt, dann geht ihr dort einfach hin und lasst es halt professionell aufsetzen. Zudem, also so ein Permission to Attack umfasst immer alles, was angegriffen werden darf und dafür habt ihr dann explizite Erlaubnis. Und zudem umfasst das auch immer eine Disclosure Agreement. Das heißt, eben alles, was ihr im Prinzip aufdeckt während eurem Penetrationstestes, da verpflichtet ihr euch dazu, das eben vertraulich zu behandeln. So. Dann zur zusätzlichen Absicherung. Also es kann ja schon mal, wir sind ja dabei, sag ich mal, Firmeninfrastrukturen zu hacken. Da kann es natürlich dann immer zu kleinen Ausfällen oder sonstigem kommen. Und da ist es auch immer recht wichtig, dass ihr euch da auch nochmal beraten lasst, welche Versicherung ihr abschließen solltet. Oder auch, wenn ihr wisst, ein Angriff, den ihr fahren wollt, kann dazu führen, dass ein Firmenserver abstürzt, dann solltet ihr das auf jeden Fall nochmal absprechen und dann auch in die Permission to Attack aufnehmen. Genauso finde ich auch, dass man immer sich davor vergewissern sollte, dass halt auch von der Firma ein Backup besteht. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann sorgt ihr im Prinzip selbst dafür, dass ihr die Daten dann nachher, die ihr vielleicht zerstört, dann auch wiederherstellen könnt. Weil wir wollen der Firma ja im Prinzip einen Mehrwert bieten dann und die der keinen Schaden zufügen. Das ist ja auch selbstverständlich, sage ich mal, wenn wir das jetzt wirklich professionell machen, dann wollen wir natürlich einen Wert bieten und die Firma nicht ja, eine schlechte Lage bringen. So, dann kommen wir im Prinzip zum Ablauf eines Pentests. Und zwar nennt man das auch die Cyber Kill Chain. Es gibt verschiedene Cyber Kill Chains, sage ich mal. Und es gibt auch verschiedene Pen-Testing-Standards, aber das kommt dann noch. Da gibt es wirklich verschiedene Auffassungen. Und das ist jetzt nur mal eine Kill-Chain, die wir aufgestellt haben, die für unsere Sinne im Prinzip, also für unsere Sache im Prinzip Sinn macht, also für diesen Vortrag. Und die stelle ich euch jetzt mal kurz vor. Und zwar befassen wir uns am Anfang eben mit OSINT. Das ist Open Source Intelligence. Das heißt erstmal Aufklärung, die indirekt ist, sage ich mal, wo wir oft Daten, die sowieso öffentlich zugänglich sind, eben sammeln und auswerten. Dann im zweiten Teil kommt die aktive Aufklärung. Da sammeln wir wieder Informationen, aber auf eine Art und Weise, dass wir dabei theoretisch entdeckt werden könnten. Und da fängt es auch damit an, dass wir bei dem Schritt auf jeden Fall dann auch eine Permission to Attack bräuchten, wenn wir das in der Praxis machen würden. Dann kommen wir zum dritten Schritt, eben Waffenschmieden. Wir haben dann bis zu diesem Punkt wahrscheinlich schon eine Menge über unser Ziel dann herausgefunden und befassen uns dann in dem Schritt damit, eben Malware und Exploits zu schreiben gegenüber, also gegen unser Ziel, die wir dann im nächsten Schritt verwenden, um auf die in die Infrastruktur der Firma dann einzudringen. Danach kommt der Schritt Nachbereitung. Da geht es dann darum, persistente Hintertüren im Prinzip einzurichten und auch unsere Spuren, sage ich mal, zu verwischen, was man sowieso immer machen sollte. Aber da geht es dann nochmal darum, dann eben Logdateien zu bereinigen, und weiter im Prinzip zu verfestigen im System und dann eben auch weiter im Netzwerk auszubreiten. Und dann geht im Prinzip auch alles wieder von vorne los. Wir gucken, was wir dann machen können. Also wir sammeln wieder Informationen und fahren, ja. Also man kann sich vorstellen, wenn wir jetzt wir machen das einmal durch die Killchain, dann sind wir im Netzwerk drin und fangen dann wieder damit an, Informationen zu sammeln, gucken, welche Waffen wir benutzen können oder uns selber welche zu basteln. Und dann uns eben im Netzwerk auszubreiten, indem wir in andere Systeme eindringen. Und dann geht es immer ebenso weiter und so weiter. Aber wir machen das jetzt im Prinzip einmal durch in unserem Vortrag und in diesem Workshop. So, das war es auch eigentlich schon zum Ablauf. Und zwar kommen wir jetzt dann schon zum Praxisteil. Und zwar braucht ihr für die weiteren Veranstaltungen dann ein Linux-System. Und ich habe ein paar rausgesucht, die werde ich dann auch gleich verlinken, die ich, sage ich mal, passend finde. Und das wäre zum einen die Kali Linux, dann Parrot, Kodachi, Arc oder Debian. Die würden sich meiner Meinung nach anbieten. Ihr könnt natürlich mit jeder
mit jeder Distribution im Prinzip den Workshop im Prinzip mitmachen. Wir werden auch immer darauf eingehen, welche Tools ihr braucht und so weiter und so fort. Es ist eigentlich egal, ob ihr dann eine extra Hardware dafür nehmt, ob ihr eine VM nehmt oder ob ihr ein Live-System nehmt. Es sollte halt nur leicht zugänglich sein, während ihr hier halt zuhört. Und wir sind dann auch kurz noch da, dann um mit der Einrichtung im Prinzip zu helfen.